Hi, heute habe ich ein XL Neuzugänge-Video für dich. Ich habe es nämlich geschafft, diesen Monat 10 Bücher in mein Regal einziehen zu lassen, beziehungsweise 9 habe ich mir selbst gekauft und 1 habe ich geschenkt bekommen. Ich wollte mir ursprünglich ein Buch kaufen. Nur mal so festzuhalten, ursprünglich wollte ich ja gar kein Book Haul drehen. Ja, und bevor das Video zu lang ist, würde ich sagen, ich beginne gleich mit Buch Nummer 1. Und zwar zog gleich am Anfang des Monats Die stumme Patientin von Alix Micheldes ein. Im Drömer-Knauf Verlag erschienen, aufgerundet, kostet es 15 Euro. Ist die broschierte Ausgabe und dieses Cover ist mega cool. Hier fühlt es sich an wie Sand und ich liebe solche Covers. Ich könnte wirklich 500 Jahre so stehen und nur das Cover fühlen. Von dem Buch habe ich so viel Gutes gehört, dass es schon klar war, dass ich es diesen Monat holen muss. Und es geht darin um eine junge Frau, die nicht gesprochen hat seit einigen Jahren, denn sie hat ihren Mann mit 5 Schüssen in den Kopf getötet und sie lag dann neben ihrem blutüberströmten Mann. Dort wurde sie gefunden und dann eben eingewiesen. Sie hat in den ganzen Jahren kein einziges Wort gesagt und nur ein einziges Bild gemalt und nun versucht ein renommierter Psychologe auf den Grund zu kommen, warum sie diese Tat eigentlich vollzogen hat. Und ich bin sehr gespannt. Es klingt so, wie wenn es mir echt gut gefallen könnte. Ich hoffe, ich habe im Monat Juli Zeit, das Buch zu lesen, denn diesen Monat hat es leider nicht mehr geklappt. Das nächste Buch, das einzog, habe ich geschenkt bekommen, und zwar ein Teil von ihr von Karin Slaughter. Es ist wieder ein sehr, sehr dickes Buch, wie Karin Slaughter, glaube ich, meistens hat. Ich glaube, das ist das neueste, das in Taschenbuch rausgekommen ist. Auf jeden Fall habe ich es schon oft in der Buchhandlung gesehen und wollte es mir auch irgendwann mal selbst holen. Aber jetzt habe ich es ja schon. Es ist im HarperCollins Verlag erschienen und wie teuer es ist, kann ich nicht sagen, denn der Preis wurde natürlich überdeckt. Aber ich würde mal schätzen 10-11 Euro. Es klingt sehr, sehr gut und ich lese dir mal ganz kurz den Klappentext vor. Im Bruchteil einer Sekunde kann sich dein Leben für immer verändern. Du hast die Nachrichten gesehen, über die Gewalt in dieser Welt den Kopf geschüttelt und weitergemacht. Wie immer. Nie könnte dir so etwas passieren, dachtest du. Andrea Oliver erlebt das Entsetzlichste. Einen Amoklauf. Was sie noch mehr schockiert, ihre Mutter Laura entreißt dem Angreifer ein Messer und ersticht ihn. Andrea erkennt sie nicht wieder. Offenbar ist Laura mehr als die liebende Mutter und Therapeutin, für die Andrea sie immer gehalten hat. Sie muss einen Wettlauf gegen die Zeit antreten, um die geheimen Vergangenheit ihrer Mutter zu enthüllen, bevor noch mehr Blut vergossen wird. Laura weiß, dass sie verfolgt wird und dass ihre Tochter Andrea in Lebensgefahr ist. Es gruselt mich schon ein bisschen, wenn ich das lese, aber ich freue mich auf diesen Thriller, auch wenn er ein bisschen dick ist, aber ich schaffe es. Wahrscheinlich erst im Herbst, aber irgendwann wird es gelesen. Das nächste Buch weiß ich gar nicht, warum ich es eigentlich gekauft habe. Ich wollte nämlich eigentlich ja erst die Todesreihe zu Ende lesen, beziehungsweise erstmal beginnen. Aber ich habe Rachesommer gekauft, von Andreas Gruber, im Goldmann Verlag erschienen, 10 Euro aufgerundet und es ist ein Taschenbuch. Ich weiß nicht mal, um was es in dem Buch geht. Wie gesagt, ich wollte es mir eigentlich gar nie holen. In Wien sterben 4 wohlhabende Männer in kürzester Zeit und in Leipzig begehen scheinbar mehrere Jugendliche allesamt Insassen einer psychiatrischen Klinik Selbstmord. Und natürlich ist das wieder ein Fall für Polanski und Meyers. Ich finde die Cover von der Rache-Reihe nicht so schön wie die von der Todesreihe. Und ich lege es jetzt mal wieder weg, weil ich weiß nicht, was ich darüber noch erzählen soll. Weiter ging es dann mit einem Ethan Cross Buch, und zwar den ersten Band von dieser Reihe. Ich bin die Nacht, im Bastei-Lübbel Verlag erschienen, aufgerundet 11 Euro. Und haltet euch fest, das Lustigste ist ja das. Also das gefällt mir super gut. Ich habe noch nie ein Buch in der Hand gehabt, wo sie wirklich so viel Mühe sich gemacht haben mit der Aufmachung und die ganze Reihe sieht so genial aus. Das war schon ein Kaufgrund für mich. Ich habe aber auch so viel Positives über diese Bücher gehört, dass ich es einfach kaufen musste und schon dieser Klappentext. Mein Name ist Francis Ackermann Jr. Ich bin das, was man gemeinhin einen Serienkiller nennt. Doch ich töte nicht wahllos und jeder meiner Opfer bekommt eine faire Chance, denn ich fordere es zu einem Spiel heraus. Wer gewinnt, überlebt. Ich habe noch nie verloren. Die meisten Menschen werden mich verabscheuen. Einige, die mir ähnlich sind, werden mich verehren. Aber alle, alle werden sich an mich erinnern. Mein Name ist Francis Ackermann Jr. Ich bin die Nacht
und ich möchte ein Spiel mit ihnen spielen. Ich hoffe, das Buch geht so genial weiter, denn ich habe jetzt schon Gänsehautgefühle auf meiner Haut. Und da werde ich erstmal Band 1 lesen, bevor ich die Reihe weiterkaufe. Als nächstes habe ich mir dann für immer Rabbit Hayes von Anne McBarlin gekauft. In Rororo Verlag erschienen. Es kostet 12 Euro und es ist ein Taschenbuch, ein sehr dickes Taschenbuch. Es ist der zweite Band dieser Reihe. Es gibt schon einen. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze hieß. Auf jeden Fall starb da die Mutter an Krebs. Und das war so emotional, dass ich mich sehr gefreut habe, dass es jetzt Band Nummer 2 gibt. Denn dort ist die Tochter jetzt 12 Jahre alt und vermisst ihre Mutter mehr denn je. Denn mit 12 ist natürlich alles blöd und da bräuchte man schon eine Mutter. Ich bin so gespannt. Ich habe mir nämlich schon für mich immer so gedacht, was wurde aus der Tochter von Rabbit Hayes? Wie ist es ihr in diesen ganzen Jahren ergangen mit diesem schlimmen Verlust? Und jetzt werde ich es bald hoffentlich wissen. Allerdings werde ich da wohl erstmal Band Nummer 1 nochmal genauer lesen, damit ich nochmal ein genaueres Bild habe, was vorher geschehen ist alles. Dann habe ich mir die David Hunter-Reihe weiter gesammelt. Es ist jetzt der vierte Band, nein, der dritte Band. Ich habe jetzt 1 bis 4 und zwar ist es Leichenblässe. Im Rororo Verlag erschienen, kostet 12 Euro, ist also, glaube ich, teurer als Band Nummer 1 und 2. Und ich bin wieder mal sehr, sehr gespannt, wie die Reihe überhaupt anfangen wird, denn ich habe mir die ja wahllos einfach alle besorgt, beziehungsweise Band Nummer 1 gekauft, die anderen 2 geschenkt bekommen und jetzt diesen noch gekauft. Ist eine 6-bändige Reihe, der 6. ist allerdings noch nicht im Taschenbuch draußen, deswegen kann ich ruhigen Gewissens ein bisschen länger brauchen mit dem Lesen. In diesem Band ist Dr. Hunter wieder zurück und bei seinem letzten Einsatz ist er nur knapp dem Tod entronnen. Nicht vollständig genesen, quält ihn nun die Frage, ob er seinem Beruf noch gewachsen ist, bis ein alter Freund den Forensiker um Hilfe bittet. In einer Jagdhütte in der Smoky Mountains wurde ein Toter gefunden. Die Leiche ist bis zur Unkenntlichkeit zersetzt. Wie sollte es auch anders sein? Ich glaube, die David Hunter-Reihe ist immer voll mit solchen Leichen, die zersetzt sind und in denen schon richtig viele Maden leben und bäh. Die Spuren sind widersprüchlich und David Hunter ist im Begriff, einen folgenschweren Fehler zu begehen. Ich bin wirklich sehr gespannt, aber ich brauche sehr viele Nerven, diese Reihe anzufangen. Wie gesagt, diese ganzen Maden und so, das ist eigentlich gar nicht so meins, aber ich wollte diese Reihe schon ewig haben und habe es einfach mal gewagt, jetzt weiterzusammeln. Dann habe ich mir natürlich auch die Lieferung von Winkelmann gekauft. Ist sein neuestes Werk und es ist auch im Rororo Verlag erschienen, kostet aufgerundet 10 Euro, ist ein Taschenbuch und ist erst am 18. diesen Monats rausgekommen. Ich finde ja dieses Cover mega toll, also das hat irgendetwas an sich, wo ich mich frage, ob ich jemals wieder Pizza bestellen sollte. Die Wohnungstür steht offen, auf dem Tisch eine Pizza. Niemand hat sie angerührt, denn die Frau, die sie bestellt hat, ist spurlos verschwunden. Nur über Umwege finden Polizeikommissar Jens Kerner und seine Kollegin Rebecca Oswald heraus, dass hinter diesem vermissten Fall mehr steckt. Ein Täter, wie er perfider nicht sein könnte, fängt seine Opfer mit einer List und hält sie jahrelang gefangen. Alle verschwundenen Frauen waren allein zu Hause, alle haben Essen bestellt. Ihr letztes Lebenszeichen. Ich habe Winkelmann eigentlich nie so wirklich verfolgt, aber ich finde ja, es klingt sehr gut und ich habe schon Haussitter von ihm gelesen, fand ich nicht so gut, aber ich bin gespannt auf die Lieferung und sie wurde mir sogar pünktlich geliefert. An dem nächsten Buch bin ich gefühlt 100-mal schon vorbeigeschlendert, ohne es zu kaufen und dann musste es aber doch her. Die Rede ist von Deine Worte in meiner Seele von Brittany C. Sherry, ein broschiertes Buch, das im Lux Verlag erschienen ist, aufgerundet kostet es 13 Euro. Und ich dachte immer, das gehört zu der Romance Elements Reihe dazu, tut es aber nicht, es ist bloß eine Neuauflage und jetzt passt es eben vom Cover her ziemlich gut dazu. Ja, dieses Cover hat mich auch schon lange angezogen und jetzt habe ich alle Brittany C. Sherry Bücher da, allerdings habe ich erst das und dann noch Wenn Donner und Licht sich berühren gelesen. In diesem Buch geht es darum, dass sich jemand in seinen Lehrer verliebt und das ist natürlich eine verbotene Geschichte. Mehr möchte ich zu dem Buch gar nicht sagen, denn mehr gibt es dann in meinem Lesemonat zu erfahren.
Dann habe ich mich für Maybe This Love und Plötzlich ist es für immer von Jennifer Snow entschieden. Wie ich erst im Nachhinein dann rausgefunden habe, ist das gar nicht Band Nummer 1, sondern Band Nummer 2 der Reihe. Check! Ich darf jetzt also erstmal noch ein Buch kaufen, bevor ich das lesen kann. Beziehungsweise man kommt sicher auch so mit. Es ist ein Buch, das im Lux Verlag erschienen ist. Es kostet 10 Euro aufgerundet. Es ist ein Taschenbuch. Lux macht sonst ja meistens broschierte Ausgaben, aber das hier ist ein Taschenbuch. Es geht um den NHL-Star Ben Westmore und er genießt die Vorzüge seines Ruhms. Wilde Partys und unverbindliche Affären. Doch als eine heiße Nacht in Vegas mit seiner Unterschrift auf einer Heiratsurkunde endet, werden ihm zwei Dinge klar. Zum einen sollte er eine Zeit lang die Finger von den Frauen lassen und zweitens braucht er dringend rechtlichen Beistand. Ersteres ist jedoch schnell vergessen, als sein Blick auf die Anwältin der Gegenseite fällt. Jetzt hat Ben nur noch ein Ziel, Olivias Herz zu erobern. Ich fand einfach, das ist so die perfekte Sommerlektüre. Wenn es da jetzt noch einen ersten Band gibt, dann werde ich mir den auf jeden Fall im Juli holen und mein Kaufverbot ganz kurz dafür absetzen, denn ich möchte es auf jeden Fall Juli oder August noch lesen. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Klingt auf jeden Fall gut. Und das letzte Buch ist Todeskäfig von Alison Cooper. Ein Thriller, der im Ullstein Verlag erschienen ist und 10 Euro kostet. Es ist ein Taschenbuch und es glitzert mega. Das hat mich einfach so angelächelt, als ich vor dem Regal stand. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Buch überhaupt gibt. Weil von den anderen zum Beispiel wusste ich alle, dass es die Bücher gibt, dass ich sie haben wollte. Aus diesem Käfig gibt es kein Entkommen. In Washington DC wird ein totes Mädchen gefunden. Ihr Mörder ließ sie in einem Tierkäfig verdursten. Ein Fall für FBI Special Agent Sayer Altair. Endlich bekommt sie die Chance, sich zu beweisen. Aber der öffentliche Druck ist enorm. Denn bei dem Opfer handelt es sich um die Tochter eines hochrangigen Senators. Als ein weiteres Mädchen verschwindet, beginnt eine wilde Jagd durch die Stadt. Auf den Spuren eines erbarmungslosen Killers, der sein Werk um jeden Preis vollenden will. Auf jeden Fall klingt es von der Klappentext so mitreißend, das ist einfach mit Muster. Und allein schon dieses Cover hat mir auch zugesagt. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Buch wohl werden wird, denn ich habe von dem Autor auch noch nie was gehört, beziehungsweise auch noch nie was gelesen. Ja, und das war das letzte Video der Welt, also gefühlt zumindest. Ich habe jetzt ein Kaufverbot für Juli und August, auf jeden Fall. Denn ich habe jetzt, glaube ich, genug zum Lesen. Ich glaube, ich hätte auch genug zum Lesen für 5 Jahre. Ja. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gib mir eine positive Bewertung gern. Du kannst mich hier kostenlos mit einem Klick abonnieren. Und hier drüben verlinke ich dir nochmal 2 weitere Neuzugänge-Videos, die ich bereits gedreht habe. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut raus, macht es gut, ciao!